Jeder, den ich kenne, hat hier Unterstützung bekommen von Projektankommen. Die sind einfach die coolsten. Ja, wir sind hier in Dortmund, im Dortmunder Unionviertel, in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und wir sind Teil des Fit nach vorn Bündnisses. Unser Ziel ist es, junge Geflüchtete bei ihrem Weg in die Ausbildung und in den Beruf zu unterstützen und dabei zu begleiten, für sich den richtigen Weg zu finden. Der Vorteil bei dem Bündnis ist, dass wir hier an unserem Standort durch unsere Bündnispartner ein vielfältiges, niederschwelliges Angebot für die Jugendlichen machen können, sie dadurch unsere Arbeit kennenlernen können und auch unsere Mitarbeitenden kennenlernen können und dann sich auch Hilfe bei ihrem Weg in den Beruf suchen können. 3, 2, 1 und wechseln! Wir treffen uns einmal die Woche. Wir bieten das Angebot offen an. Es ist kostenfrei. Jeder ist willkommen, jede ist willkommen. Wir spielen eigentlich in Anführungsstrichen erstmal nur Fußball. So gewinnen wir zu den Teilnehmenden Vertrauen. Und auf dieser Grundbasis des Vertrauens probieren wir dann zu beraten, berufliche Perspektiven aufzuzeigen, zu helfen, gucken, okay, wo ist der Bedarf. Alles klar, let's go. Brauchen wir vielleicht nochmal einen Sprachkurs oder ist es dann wirklich nur noch, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie bewerbe ich mich, wie drücke ich mich aus? Da können wir ja individuell beraten und das ist, glaube ich, auch einer unserer Stärken. Zu unserem Bündnis gehört das Projekt Angekommen in deiner Stadt Dortmund, der Sportverein TSC Eintracht Dortmund, die TU Dortmund, das BVB-Lernzentrum und das Ausbildungscoaching der Kühnborg GmbH. Also für uns als BVB-Lernzentrum ist das Bündnis Fit nach vorn natürlich der absolute Glücksfall. Und warum? Weil wir TeilnehmerInnen rekrutieren können, die einfach zu uns ins Stadion kommen. Und das ist wirklich einer von ganz wenigen festen, kontinuierlichen Partnern, die neben Schule immer wieder zu uns kommen, das jetzt wirklich schon seit Jahren. Das Wichtigste ist an der Stelle, glaube ich, dass Fußball natürlich immer ein verbindendes Moment ist. Fußball ist immer das, wo Leute zusammenkommen, wo es sehr niederschwellig ist. Der Fußball hier in Dortmund spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und auch bei den Jugendlichen ist es so ein Magnet, der sie anzieht. Und egal, welche Sprache gesprochen wird, egal wie lange jemand in Deutschland ist oder welchen kulturellen Background er hat, schaffen wir es hier mit den Sportangeboten, alle Jugendlichen anzusprechen. Aber auch was die berufliche Orientierung angeht, merkt man besonders in diesem Projekt, dass es total förderlich ist, jetzt mit uns als Sportverein zusammenzuarbeiten. Wir als sehr großer Sportverein haben schon die Möglichkeit gehabt, Teilnehmer eine berufliche Orientierung zu bieten, einen beruflichen Platz als Übungsleiter oder Trainer bei uns im Verein. Und das ist natürlich nochmal der große Vorteil von der Zusammenarbeit in diesem Projekt. Durch den Leuten, die hier in den Projekt angekommen arbeiten, habe ich jetzt schon ein Praktikum bekommen. Im Vormittagsbereich sind es halt feste Angebote und im Nachmittagsbereich sind es offene Angebote, Freizeit, Sport, Kreativ, Deutschkurse, Nachhilfe und so weiter. Hier mache ich Sport und auch studiere Nachhilfe und auch machen wir Kochen hier. Wir hatten schon vor 2 Jahren auch Schwimmkurs. Zum Beispiel, ich bin einer der Nicht-Schwimmer und ich habe schon hier schwimmen gelernt. Das hat mich sehr gefreut. Neben der Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die Bürokratie, die sehr schnell ernüchtern kann und ermüdet. Da probieren wir natürlich auch immer zu helfen mit Formularen, mit Anträgen, die ausgefüllt werden müssen. Also ich habe entschieden, Ausbildung zu machen. Die Jungs haben mir geholfen, die haben mich so sehr unterstützt. Die sind einfach die Besten, ey. Und vor allem, alles ist kostenfrei. Was natürlich auch sehr schön ist, dass wir hier Jugendliche haben, die an sehr vielen unterschiedlichen Standpunkten stehen. Wir haben Jugendliche, die sind schon in Ausbildung, die kommen hier zum Sport. Die können natürlich nochmal ganz anders auch berichten, als das jetzt eine Beratungsstelle machen kann. Man macht auch selber mit und es ist halt eine ganz, ganz lockere Atmosphäre. Also es ist keine Hierarchie oder so, sondern man ist einfach zusammen und dadurch können halt auch Gespräche viel schneller, einfacher entstehen. Ja. Ich wünsche den Teilnehmenden des Programms, dass sie das, was sie hier mitbekommen, und zwar sind das ja ganz verschiedene kleine Mosaiksteinchen von unterschiedlichen Akteuren, die eine eigene Idee haben, ein eigenes Engagement haben, eine eigene Herangehensweise haben, dass sie das für sich zu so einem Gesamtbild zusammenfügen, wo sie sagen, da habe ich wirklich was für mein Leben mitgenommen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil und auch die große Chance eines solchen Bündnisses. Ich wünsche mir einfach für die jugendlichen, jungen Teilnehmenden, dass sie hier gut ankommen hier in Deutschland, in Dortmund. Natürlich, dass sie die Sachen, die sie gerne schaffen möchten, und das ist jetzt egal, ob das halt eine gute Ausbildung ist oder ein Abschluss, dass ihnen das gelingt.
Ja, also wir haben mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung schon sehr lange gut zusammengearbeitet und haben darüber auch sehr viele gute Netzwerke knüpfen können, auch über Dortmund hinaus. Diese Netzwerktreffen sind eigentlich immer sehr, sehr wertvoll auch für uns, um hier bestimmte Probleme auch zu diskutieren und auch bundesweit zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann sehr gut tut, wenn man gemeinsame Verbündete hat.